Und Leute, gerade schäme ich mich so, weil Marcel jetzt auch noch dabei ist. Ich habe mir noch eine Jacke geholt. Schade. Sunny Loops, was hast du dir dabei gedacht? Was? Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder mal einen China-Shop-Vergleich für euch. Und so habe ich den Shop Shein getestet. Und ich sage euch, Leute, dieser Teil ist XXXXXL geworden. Ich habe unfassbar viele Sachen. Wenn ihr sehen würdet, was hier gerade vor mir liegt, ihr würdet euch denken, aber sonst ist alles noch ganz okay bei dir, oder? Ich weiß, dass viele von euch da schon mega lange wieder drauf warten. Die Bestellung, muss ich sagen, hat eine Weile gedauert. Also es waren auch echt viele Sachen, aber ich habe schon knapp einen Monat drauf gewartet, würde ich jetzt sagen. Ich habe kein Zeitgefühl, aber es war schon länger als sonst. Ich weiß nicht, vielleicht wegen Weihnachtsbestellungen oder so. Auf jeden Fall sind da wieder einige Fails dabei, aber auch viele coole Teile. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht so lange drum rum. Ach so, liebe Grüße an Kleiner Bahana, der so ein bisschen dieses Werbung versus Realität-Ding gehört, beziehungsweise habe ich es bei ihr als allererstes gesehen. Das machen ja jetzt auch viele andere. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem allerersten Teil. Und zwar sah es im Online-Shop so aus. Ich muss sagen, ich war schon mega lange auf der Suche nach so einer Jacke und in Realität war ich dann so ein bisschen so, es ist ganz cool. Sie ist auch überall gefüttert, obwohl sie am Arm so ein bisschen anders ist, aber irgendwie ist es trotzdem eine warme Jacke. Aber ich muss sagen, sie stinkt. Also ich würde sie auf jeden Fall einmal waschen, bevor ich es trage. Und ich muss generell sagen, so eine Jeans-Sachen stinken total oft. Also mega chemisch halt, einfach so nach Chlor irgendwie. An sich finde ich, ist es jetzt nicht die schönste Jacke in der Variante, aber man kann es machen. Also ich finde, für den Preis geht es auch in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Knöpfe so rasseln. Ich würde sagen, wir bleiben bei Jacken und Leute, jetzt kommt der heftigste Fail aller Zeiten. Ich habe diese Jacke ausgepackt. Dadurch, dass so ein bisschen Zeit vergangen ist, dachte ich mir so, was habe ich mir dabei gedacht? Da kommen noch einige Teile, wo ich mir das gedacht habe, by the way. Online-Shop sah das so aus. Ich finde, es sah eigentlich ganz schön aus, aber ich muss sagen, jetzt, wo ich das Ding in Real Life sehe, frage ich mich schon auf dem Bild, was habe ich mir dabei gedacht? Angekommen kam so ein Glitzermantel. Ich glaube, man sieht das jetzt gar nicht so, aber da sind so Glitzernähte reingeflochten. Sieht man das? Nicht so krass, wie es auf jeden Fall ist. Es wirkt übertrieben billig. Also dieser Mantel wirkt unfassbar billig, wie so ein Barbie-Mantel. Und der Schnitt, also diese Knöpfe, finde ich grauenvoll. Sowas tragen Omas, finde ich. Also es ist vielleicht Geschmackssache, aber ich finde es schlimm. Die Länge finde ich ganz cool, auch den Sitz finde ich ganz cool. Ich mag das Material nicht so mega. Ich hasse es, dass er glitzert und ich werde ihn auf jeden Fall nicht tragen. Ich werde ihn auf jeden Fall spenden, weil ich glaube, damit wird bestimmt irgendwer was anfangen können, vor allem im Winter. Aber ich werde ihn auf jeden Fall nicht tragen. Silvester rückt immer näher und deswegen habe ich mir dieses Oberteil ausgesucht und ich fand es so heftig schön. Ich stehe voll, also ich stehe zurzeit mega auf so durchsichtige Sachen, wo man halt was Cooles drunter trägt und das finde ich jetzt ein bisschen besonderer, weil es halt noch so glitzert und Sterne hat. Und Leute, ich bin wirklich überhaupt nicht enttäuscht davon. Also es ist ein super schönes Oberteil. Die Sterne sind weiß, der Rest glitzert und es ist weich, es ist eng, es ist super schön stretchy, es gefällt mir mega gut und ich kann mir vorstellen, dass das ein Teil wird, was ich eventuell zu den Feiertagen anziehen werde. Jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Essen mit Marcels Eltern, weil es ist schon ein bisschen aufreizend, aber so an Silvester oder beim Essen mit meinen Eltern, da juckt es mich nicht so. Dann habe ich mir dieses Teil hier geholt und zwar ist das eine richtig coole Jogginghose. Ich stehe momentan voll auf diesen Samt-Look, aber ich mag es halt mehr, wenn Samt nicht so krass glänzt. Diese Hose hier glänzt schon wirklich mega, aber ich finde es bei ihr nicht so schlimm. Ich mag die sportlichen Details. Ich mag, dass sie ein passendes Oberteil hat, was irgendwie auch ziemlich cool ist. Ich würde das so, glaube ich, nicht draußen tragen, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wofür ich das Oberteil benutzen könnte, aber mir fällt gerade auf, für so eine durchsichtigen Oberteile, wie ich euch davor gezeigt habe, könnte ich dieses Oberteil hier auch benutzen. An sich sitzt das super gut, es ist auch sehr schön von innen, also mir gefällt die Hose, mir gefällt das Material. Kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen mit diesem Kauf. Das nächste Teil ist wieder ein bisschen aufreizender und zwar handelt es sich um diesen Body. Ja, das ist ein Body und der ist ziemlich aufreizend. Ich muss sagen, das ist mit einer meiner liebsten Teile, weil der Stoff so, ich wünschte, ich könnte ihn euch zeigen, aber der ist mega stretchy, der ist unfassbar weich, also das ist so ein richtig weicher Jersey. Stoff. Ich finde, es ist super gut verarbeitet. Also das macht richtig Spaß, es anzufassen. Man kann es hinten nochmal so verschließen. Unten kann man den Body aufmachen, was mega gut ist, wenn du Pipi machen gehen möchtest. Er sieht super aus, er sitzt gut. Ich habe ihn in der Größe S. Ich bin super zufrieden damit. Mein Jackenproblem ist wieder ein bisschen zum Vorschein gekommen, würde ich sagen. Das werdet ihr auch im Laufe des Dinges, des Hauls hier noch merken. Ja, eventuell habe ich mir diese Jacke hier gekauft. Ich finde sie so schön und ich stehe zurzeit mega auf dieses
Oversized-Look, die Zen-Oversized-Look und auch mit Fell und keine Ahnung, das war einfach die perfekte Jacke. Angekommen war sie dann so. Ich finde, das Material ist super, es ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht zu aufgeplustert. Ich finde, die Jacke sitzt ganz gut. Ich glaube, bei zu dicken Pullovern würde sie ein bisschen eng an den Armen sein. Also, falls euch Sachen immer zu eng an den Armen sind, dann bestellt dann lieber eine große Größe. Mit einem Hoodie oder so wird es, glaube ich, nicht so geil sein an den Armen. Dann habe ich mir eine Jacke geholt, Leute. Das ist eine Jeansjacke. Irgendwie ist mir erst jetzt, als ich sie hatte, so aufgefallen, was da drauf steht. Und zwar steht da drauf Off-White. Und ihr kennt ja alle die Marke, die ist arschteuer. Glaube ich, auch schwer zu bekommen. Und in drin hier steht auch nochmal so Off-White. Und es ist halt genau dieser Stil. Ich weiß jetzt nicht, wie man da dran erkennt, dass es ein Fake ist. Ich finde die Jacke mega geil. Ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, bis auf dieses Off-White-Zeug. Ich glaube, das kann man für Instagram echt cool in Szene setzen. Was soll man dazu noch sagen? Ist ganz super. Riecht aber auch wieder ein bisschen chemisch. Also, Dann habe ich mir ein Pulloverkleid gekauft und das sah so aus im Online-Shop und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, das muss ich ausprobieren, weil ich liebe einfach genau sowas. So keine Hose anziehen, I hate Hosen, Overknees dazu und dann sieht es trotzdem so mega edel aus. Also ich durch die Perlen auch und so angekommen. Also ich muss sagen, das ist so ein bisschen so ein Stoff, der vielleicht elektrisiert. Kann man auf jeden Fall machen. Man merkt die Perlen leider, weil ich glaube, ich das euch zeigen kann. Genau. Hier ist immer das Gegenstück von den Perlen. Also da ist keine zweite Schicht oder so. Das ist halt ein bisschen billo. Weil dadurch ist es an den Stellen immer so kalt. Aber die Perlen sind trotzdem ganz gut vernäht. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die direkt abfallen würden. An sich ein super angenehmes Kleid. Aber ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass es sich irgendwie elektrisch auflädt oder so. Weil es ist ein bisschen weird. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Stil, aber gehen so ein bisschen in die elegantere Richtung. Ich habe mir noch ein Kleid geholt, auch mit Perlen. Und zwar dieses hier. Ich fand, das sah so schön aus. Und ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Mädchen im Club getroffen, das so ein Kleid anhat. Und ich dachte mir immer so, boah, muss die viel Geld haben, wenn die sich so ein geiles Kleid kaufen kann. Aber es war gar nicht so teuer und ich muss sagen, es ist auch, also das wird bestimmt eins meiner liebsten Kleider und wisst ihr warum? Ich muss sagen, die Perlen sind wieder gleich vernäht, vielleicht ist das auch einfach so eine Perlennähart, ich weiß es gar nicht. Aber das ist irgendwie nicht zu eng, obwohl es ein enges Kleid ist mit einem riesen Rückenausschnitt, irgendwie locker und deswegen total bequem und es ist super schön, es ist nicht zu kurz, es hat eine super Verarbeitung, mega Material, ich bin richtig krass in love. Und da merkt man, wie der Anblick täuschen kann. Also ich finde, es sieht mega edel aus und war aber sehr günstig. Machen wir weiter mit zwei Jeans, die ich bestellt habe. Und ich finde, Jeans sind immer ein mega kritisches Thema. Also Jeans zu kaufen ist wirklich wahnsinnig schwer. Vor allem auch im Laden. Hosen anprobieren ist eh immer das Schlimmste von allem, finde ich. Deswegen habe ich einfach mal auf gut Glück zugeschlagen. Weil eine Hose fand ich mega cool und die andere auch. Die erste Hose ist ein wenig schlichter, ein bisschen destroyed. Fand ich, sah mega schön aus. Ich dachte, hatte Angst, dass sie mir zu eng wird, denn ich habe die Größe S bestellt. Und Leute, ich muss euch sagen, das ist die perfekteste Jeans, die ich seit langem gekauft habe. Das Material ist so unfassbar stretchy. Die Knöpfe nerven mich unnormal, weil die immer so rum... Hört ihr das? So, die wackeln immer so rum. Mir gefallen die Löcher an den Hosen. Mir gefallen hier diese ausgefransten Beine. Die Hose ist ein bisschen kürzer geschnitten, was ich auch mega cool finde, weil ich das eh gerne so hochkrempel. Ich liebe sie einfach. Und für den Preis, da kann man echt gar nichts sagen. Die zweite Hose ist ein bisschen extravaganter und ich muss sagen, die sitzt auch nicht so perfekt. Es geht erstmal um diese Hose hier. Und ja, also es ist so eine Mom Jeans mit diesem Kniedetail. Und das ist jetzt bestimmt wieder Geschmackssache. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass sie oben so ziemlich locker ist. Aber ich denke, mein Gürtel sollte das hinbekommen. Ihr kennt, glaube ich, meinen bisschen abgespaceden Geschmack, wenn es um Hosen geht. Und ich feiere die. Also ist auch kein Fehlkauf, meiner Meinung nach. Wenn man echt Näh-Pro ist, dann enger nähen. Ansonsten ist das wirklich eine stylische Hose, finde ich. Schaut doch mal dieses Bild an. Dieser Rock ist doch der Hit, oder? Ich liebe das. Was ich nicht so ganz bedacht habe, ist, dass ich ziemlich weiß bin. Und diese Farbe an mir ziemlich scheiße aussieht, finde ich. Keine Ahnung. Ich habe mir den in XS bestellt. Jetzt wird mir auch einiges klar, Alter. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. XS, Leute. XS! Also der war wirklich ziemlich eng. Ich habe ein bisschen gebraucht, da reinzukommen. An sich finde ich ihn super schön, aber ich hätte ihn mir in S bestellen sollen, ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung, was da irgendwie meine Mission war. Ich werde den, denke ich, mal verschenken. Aber an sich schön, aber es ist eher für bräunere Leute, finde ich, glaube ich, eine schönere Farbe. Ist echt eine gute Qualität, aber zu eng. Passend zu der Farbe habe ich mir einen Pullover bestellt. Und zwar diesen hier. Ich, keine Ahnung, ich finde, da kann man eigentlich nie was falsch machen. Und mir ist mein Lieblings-hochgeschlossener Crop-Pullover kaputt gegangen. Beziehungsweise habe ich irgendwas draufgekleckert, was nicht mehr rausgeht. Ich habe schon versucht, da so Patches drauf zu bügeln, aber dadurch, dass es so strikt ist, geht es nicht. Und nee. Habt ihr irgendwelche Tipps gegen Fleckenentfernung, ey? Aber ich glaube, ich habe den eh schon weggeschmissen. Deswegen habe ich mir dann diesen hier bestellt. Und der hat eine bisschen andere Musterung, was ich jetzt aber nicht unbedingt schlecht finde. Ich mag den Sitz von diesem Pullover sehr. Es ist ein bisschen intensiveres Rosa als mein alter Pulli. Aber ich mag
wie sehr sich anfühlt. Der ist sehr, sehr weich, überhaupt nicht kratzig und kann man sehr, sehr cool, glaube ich, kombinieren, wenn man den so ein bisschen in eine Hose reinsteckt oder in einen Rock. Könnte ich mir ganz cool vorstellen. Dann habe ich einen weiteren Lederrock, Leute. Und zwar diesen hier. Und ich fand den so geil, aber ich weiß, ich habe ihn auch wieder nächstes bestellt. Ich weiß nicht, was da meine Mission war. Vielleicht habe ich mich an dem Tag dünn gefühlt oder... Der Rock ist auch wieder leicht zu eng, also und auch ein bisschen zu kurz. Ich weiß nicht. Ich finde ihn mega cool und ich glaube, wenn ich irgendein Event habe, wo ich mich nicht die ganze Zeit bücken muss... Bei was für ein Event musst du dich die ganze Zeit bücken, Fanny? Da ist er auch super und er ist so cool verarbeitet. Er sieht echt mega, mega gut aus von einem coolen... Zu einem Pullover, zum hochgeschlossenen Pullover würde der ganz cool aussehen, glaube ich. Dann eine Strumpfhose könnte ganz geil sein. Dann war ich mal ein bisschen gewagter unterwegs und zwar mit diesen Zweiteiler. Ich hasse eigentlich Röcke, die so bis zu den Knien gehen, weil ich so ein bisschen so ein Problem mit meinen Waden habe, Leute. Ich keine Ahnung, ich hasse meine Waden einfach über alles. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dieses Ding gekauft und ich glaube, das ist eins meiner Lieblingskäufe geworden. Ich versuche mich auch so ein bisschen so von meinen Waden einfach wegzuorientieren, weil... Ich glaube, das sehe nur ich, dieses Problem. Es ist super bequem, es sieht super stylisch aus. Ich finde das so geil. Auf irgendeinem Event werde ich das auch safe so tragen oder im Frühling oder keine Ahnung. Ich finde, es sieht mega cool aus und das ist auf jeden Fall, glaube ich, fast mein Lieblingsteil von diesem ganzen Einkauf. Und bevor wir gleich zu einem weiteren Fail kommen, zeige ich euch nochmal einen Teil, was auch eins meiner Lieblingsteile ist. Und zwar sah es im Online-Shop so aus und ich finde so T-Shirt-Kleider, ihr wisst, ich hasse Hosen, kann man immer gebrauchen. Auf jeden Fall habe ich hier ein Samtkleid und in Weinrot und ich finde, Weinrot ist voll die schöne Farbe. Das ist auch genau so ein Samt, was ich mag. So nicht zu glänzend. Und das ist mega weich, das fällt schön, das ist einfach ein perfektes Winterkleid für eine Strumpfhose und ich bin mega in love. Kommen wir mal zu einem Teil, was ich euch mal kurz zeige, ohne das Foto einzublenden. Sunny Loops. Was hast du dir dabei gedacht? Was? Ich habe dann, als ich die hier ausgepackt habe, mal die Bilder durchgeklickt und habe dieses Bild gefunden. Und anscheinend hat es mich überzeugt, weil ich ja immer so feiere, wenn irgendwas um die... Hier, wie nennt man das denn? Knöchel, genau. Um die Knöchel rum ist. Und ich dachte anscheinend, dass ich das über eine Socke ziehen kann. So. Im Nachhinein ist mir dieser Gedankenvorgang wieder eingefallen. Aber das sind die ekligsten Socken der Welt. Also vielleicht sieht es ganz cool aus. Ich werde sie auch mal behalten. Vielleicht benutze ich sie irgendwann mal. Aber das Material fühlt sich so eklig an. Und wie klein sind sie bitte? Ein heftiger Fail. Und dann habe ich mir noch eine weitere Jogginghose geholt. Und zwar diese hier. Ich liebe Samt, ich liebe weite Hosen, Männerhosen, dann chillig. Genau. Und angekommen muss ich sagen, sie ist wieder so ein bisschen glänzender, aber nicht zu krass. Ist ein wenig weiter geschnitten als die andere und ist aber eine mega coole Chillhose. Bequem, super hübsch und die wird mir bestimmt sehr viel Freude bereiten, die Maus. Machen wir weiter, während Marcel sich ein Plätzchen hinter mir sucht. Ja. Mit einem Teil, was ich mir in zwei Farben bestellt habe und zwar diese Jacke. Ich habe sie einmal in schwarz bestellt und einmal in weiß, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja, shame on me. Und Leute, ich habe ein Jackenproblem. Ich will es nicht noch öfter betonen, aber Marcel, was hältst du davon, dass ich mir schon wieder so viele Jacken geholt habe? Sauber. Er hasst mich richtig. Er sagt, immer wenn wir an irgendwelchen Jacken vorbeilaufen, schiebt er mich so weg so von diesen Jacken und sagt, nein, wir brauchen das nicht. Ich muss sagen, die schwarze liebe ich über alles. Ich finde, sie sieht super schön aus, eine coole Länge. Keine Ahnung, ich stelle mir sowas immer vor, wenn ich weiß nicht, wo ich hingehe mit Marcel, so irgendein cooles Café, dann machen wir da ein paar Pics. Und das ist so die perfekte Jacke dafür. Die weiße mag ich nicht so. Warte, ich zeige dir mal. Ist sie irgendwie nicht... Also jetzt sieht sie eh weiß aus in dem Licht, aber sie ist irgendwie so... Also, nee, ich mag sie einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, die stinkt auch viel mehr. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie komplett anders verarbeitet. Die andere war auch von innen viel weicher, die hier ist irgendwie voll hart. Also da sieht man mal wieder irgendwie, also ich habe das Gefühl, jedes Teil ist da wirklich individuell. Eventuell habe ich hier noch eine Jacke und zwar diese hier. Ich habe die Schuhe in schwarz und ich habe sie letztens in rosa dann entdeckt und dachte mir so, boah, ich muss sie irgendwie rosa haben. Shame on me, die schwarze hatte ich noch nie an, aber es ist ja auch ein bisschen zu kalt für so eine Jacke. Und zwar geht es um diese Jeansjacke hier, die so rosa ist mit Nieten. Ich liebe Nieten, ich liebe rosa, was gibt's Besseres? Muss man eigentlich nicht viel zu sagen, die sitzt eigentlich voll chillig. Kann ich mir halt so ein Frühlingsoutfit sehr gut vorstellen und ich glaube, dass... Guck mal, die ist auch so vernäht. Aber Leute, gerade schäme ich mich so, weil Marcel jetzt auch noch dabei ist. Ich habe mir noch eine Jacke geholt. Schatz. Und zwar diese hier. Und Leute, ich habe mir so eine letztes bei H&M in schwarz geholt, nur ohne Kapuze. Und die hat eine Kapuze, die man sogar abmachen kann, Leute. Wie geil ist es bitte? Und Samt und Weinrot, ich bin im Himmel. Die sitzt halt sehr, sehr, sehr krass oversized. Ich glaube, da wird der Wind auch von allen Seiten reinziehen. Die ist sehr, sehr warm, sehr, sehr dick. Also wirklich, boom, die ist echt mega dick. Die ist so dumm. Mir fällt gerade auf, dass ich eine Überraschung für Marcel habe. Warte, Schatz? Ich zeig dir jetzt ganz kurz, okay? Also ich habe uns was im Partnerlook geholt. Und zwar... Ich zeig's euch erstmal kurz. Und zwar habe ich uns diese, ich sag jetzt nicht, was es ist, aber das hier geholt. Und ich fand das irgendwie mega süß. Und einmal in S und einmal in L. And you have now this. The Bärchen-Onesie. Perfekt for a chill day. Ey, das ist ja voll geil. Oha, das passt ja voll gut. Aber es ist kaputt. Oha. Oha. Okay, also ihr seht, die Quali ist fein. Und du bist voll groß, mein großer, starker Mann. Eine Bär.
Und jetzt setz den Kopf auf. Achso, das ist noch ein Kopf. Oh, süß! Ich liebe dich. Kommen wir zu den zwei letzten Teilen. Und zwar diese Hose hier. Und Leute, ich sag euch, diese Hose ist ein einziger Fail. Und ich bin so heftig enttäuscht von dieser Scheißhose. Ihr seht, was da passiert ist. Ich habe die Hose schon weggeschmissen, deswegen, ja. Qualität, also Material ekelhaft, wirklich. Es war so ein richtiges Ekelmaterial. Ich habe sie mir in S geholt, was meine ganz normale Hosengröße ist. Und die platzt aus allen Nähten. Ich habe mir extra eine Unterhose von Marcel angezogen, damit man nicht so krass meinen Arsch da sieht. Ihr glaubt nicht, so. Ich war so enttäuscht. Und dann habe ich mir natürlich noch eine Jacke geholt. Die mich so mittel überzeugt hat. Ich mag die Farbe nicht ganz so in Real Life. Online sah es so aus. Ihr hört wieder diese Klackerlöcher, was alles, also, das, boah, das staubt. Was es sehr billig wirken lässt. Aber, ja. Also, ich finde, bei dieser Jacke kann man machen, genauso wie bei der anderen Jeansjacke. Mir fällt gerade auf, dass es einfach komplett dieselbe Jacke ist, nur mit Cord außen. Auch vom Schnitt her habe ich auch eine Größe S. Ja, also wenn man auf der Suche nach einer günstigen Alternative zu solchen Jacken ist, dann kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Okay, er ist zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war wirklich XXXXXL. Ich weiß nicht, es sind eigentlich genauso viele Sachen wie sonst immer, aber irgendwie sind es was mehr. Hä? Ich check's nicht. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr meine letzten beiden Videos auscheckt. Das war super lustig und das war auch super lustig und ich hoffe, ich zeige in die richtige Richtung. Hier könnt ihr mich abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!